Wir sind heute bei Stefan Reimelt zu Gast. Stefan Reimelt ist der Präsident und CEO of General Electric Europe. Er war vorher zuständig für die Energiesparte von General Electric. General Electric ist ein Unternehmen, was 1890 von Thomas Alva Edison gegründet wurde und seit 1896 eines der ersten Unternehmen in dem damaligen Dow Jones Index war und seitdem das einzige Unternehmen, was heute noch in dem Index vertreten ist. Stefan Reimelt hat Verfahrenstechnik in Berlin an der TU studiert und dort auch promoviert, war danach für namhafte Unternehmen im Vorstand tätig, wie zum Beispiel MAN Ferrostahl oder die Lurgi AG. Seit 2011 ist er für GE in Deutschland tätig, in einem Unternehmen, was in Deutschland etwa an 70 Standorten vertreten ist und über 7000 Mitarbeiter hat. Wir sind gespannt, was er uns gleich im Interview erzählen wird. Herr Reimelt, schön, dass Sie uns helfen und unterstützen wollen. Es geht um Führung. Sie führen ein uraltes Unternehmen, das einzige Unternehmen, was von Anfang an im Dow Jones war und immer noch im Dow Jones ist, weltweit über 300.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 7.000 an 70 verschiedenen Standorten. Wann brauchen Sie Führung oder brauchen Sie überhaupt noch Führung? Ja, also natürlich haben wir auch Führung, auch in den oberen Etagen ganz besonders. Das ist auch nicht nur gelebte Führung, sondern das ist auch Führung, die wir natürlich weitergeben. Das ist ein wichtiges Thema, dass nicht nur wir geführt werden an Zielen und an Visionen und durch Strategien, sondern dass wir natürlich auch diese Führung an unsere Mitarbeiter weitergeben und nach unten ins Unternehmen kaskadieren. Können Sie ganz persönlich zu Herrn Immelt gehen und um Rat nachfragen oder haben Sie andere Personen? Also es gibt natürlich andere, aber selbstverständlich als Officer von GE ist mir die Tür jederzeit auch zu unserem Chairman offen. Und wenn Jeff Immelt nach Europa oder nach Deutschland kommt, begleite ich ihn permanent auf diesen Reisen. Und so komme ich in den Genuss, nicht nur organisiert, sondern auch sehr oft spontan, wenn wir große Kunden oder im Augenblick natürlich uns sehr intensiv mit der EU beschäftigen, oder die sich mit uns beschäftigen, durch unsere Akquisition mit Jeff zusammen zu sein. Das gehört zu unserer gelebten Kultur. Wie würden Sie persönlich gute Führung definieren? Was ist für Sie gute Führung? Also gute Führung setzt gewisse Sachen voraus. Setzt voraus, dass Sie sich in einem Werte, in einer Welt bewegen, bei denen Sie gewisse Werte und Kulturen und Firmenkultur teilen. Und gute Führung setzt sich dadurch aus, dass sie impactful ist, dass sie einen Beitrag leistet und messbar auch ist. Wie führen Sie persönlich? Ja, das ist, das müssen Sie sich so vorstellen wie eine große Werkzeugkiste. Mhm. Und in dieser Werkzeugkiste, wenn Sie die aufmachen, haben Sie unterschiedliche Werkzeuge. Und sehr situativ müssen Sie lernen, diese Werkzeuge einzusetzen. Dabei gibt es den großen Hammer und dabei gibt es den ganz feinen kleinen Schraubenzieher. Und Sie müssen heute als Führungskraft in der Lage sein, diesen kompletten Werkzeugkasten bedienen zu können, denn es gibt nicht einen Führungsstil oder es gibt nicht ein Führungswerkzeug, sondern es gibt eben eine Fülle, die dementsprechend der Situation angepasst eingesetzt werden muss. Wenn Sie morgens hier in das Gebäude kommen, holen Sie dann jeden Tag Ihre engeren Mitarbeiter erstmal zusammen oder gibt es das einmal in der Woche? Gibt es Feiern, die man gemeinsam macht? Gibt es, also es gibt alles. Retreats zum Beispiel? Nein, es gibt natürlich alle Arten der Kommunikation. Mhm. Wir haben einfach eine relativ offene Kommunikationskultur hier auf dem Stockwerk, sodass wir uns in der Geschäftsleitung, in der Führungsebene auch kurzfristig austauschen und dass keiner auf den anderen warten muss. Darüber hinaus gibt es sehr strukturierte Treffen, Veranstaltungen, Management-Meetings und dazu gibt es auch ein extrem rigides Reporting-System, sowohl in das Unternehmen hinein wie auch aus dem Unternehmen zu unseren Shareholdern und zu unseren Partnern und zu unseren Kunden natürlich ganz besonders. All diese Sachen finden Sie bei uns vor. Ich glaube, das, was wichtig ist, wir leben eine sehr offene Kommunikationskultur. Die führt auch dazu, dass wir den Kunden sehr gerne zu uns holen. Da sind die meisten Inspirationen und die meisten
wesentlichen Themen platziert und das zeichnet uns auch als Unternehmen aus. Duzt man sich bei GE? Absolut. Wir, Dick, Tom und Harry, wir sind hier alle ohne Titel, ohne Nachname, sozusagen part of the family und das ist sehr amerikanisch. Das sagt aber nichts aus. Das ist noch kein Merkmal für gute Führung oder für eine besondere Kommunikationskultur. Aber es ist eine Kultur, die vielleicht auch nicht jedem liegt, die manchmal gerade mit dem deutschen Verständnis von Führungskraft nicht immer kompatibel ist. Haben Sie auch manchmal Situationen gehabt, wo jüngere Mitarbeiter damit vielleicht auch nicht so klar gekommen sind? Also ich glaube, jüngere Mitarbeiter kommen damit eher klar als ältere Mitarbeiter und ich zähle jetzt mehr zu den älteren Mitarbeitern. Wenn man, so wie ich, im Grunde aus Traditionsunternehmen kommt und dann in diese neue Kultur, in diese GE-Kultur eintaucht, dann müssen sie bereit sein, sich auch darauf einzulassen, dass du ist dabei das kleinste Teil, der Rest an Kommunikation und auch an gelebter Kultur, GE-Kultur, ist sicher am Anfang sehr anspruchsvoll, sehr anspruchsvoll. Wir helfen dort den Mitarbeitern, indem wir sie nicht nur coachen und weiterbilden. Wir geben als Unternehmen über 1 Milliarde an Weiterbildung aus, sind da sicher auch sehr vorbildlich. Aber wir geben den Mitarbeiter auch gewisse Leitplanken. Wir nennen das, und das hat sich angepasst über die letzten Jahre, Jahrzehnte, wir nennen das GE Beliefs. Das ist wie so wie Werte, und diese Werte vermitteln wir auch, die werden Sie überall hier in meinem Büro in den Gängen sehen. Und diese Werte sind auch jeweils an die Zeit angepasst. Jack Welch hatte andere wie Jeff Immelt, wie er eingestiegen ist, und wir sind gerade in einem Umbruch in die neuen GE-Werte. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, den Mitarbeitern zu erklären, wofür wir stehen, was wir für Mitarbeiter haben wollen und wie wir miteinander umgehen. Haben Sie Jack Welch persönlich mal getroffen? Nein, habe ich nicht. Sie haben vorhin gesagt, gute Führung muss einen Impact haben und der muss auch irgendwie messbar sein, der muss nachvollziehbar sein. Und gerade wo Sie Jack Welch erwähnen, er war natürlich jemand, der sehr leistungsstark war und der auf Leistung gesetzt hat, der GE auch nach vorne gebracht hat, was den Aktienkurs und so weiter angeht. Aber er war ja auch nicht nur beliebt, weil er zum Beispiel diese Strategie hatte, in jedem Jahr müssen die schlechtesten Performer auch die Teams verlassen. Das ist ja was man sehr gut messen kann, was aber jetzt nicht überall nur auf Gegenliebe stößt. Würden Sie trotzdem sagen, in bestimmten Situationen ist das eben genau das, was gemessen werden muss, und dann zeichnet sich gute Führung dadurch aus, dass man das entweder erreicht oder nicht, was an Zielen vorgegeben wird? Also gute Führung ist kein Kuschelkurs, sondern gute Führung ist ausgerichtet an den Zielen, die das Unternehmen und die Shareholder und der Kunde definieren. Und das Erreichen dieser Ziele ist relativ messbar. Das kann man unter dem Schlagwort Kundenzufriedenheit oder auch Auftragseingang oder Profitabilität des Unternehmens definieren. Aber das Entscheidende dabei ist, dass das natürlich sich immer verändert. Wir haben heute ganz andere Anforderungen als eben vor 15 Jahren unter Jack Welch. Viele dieser Werkzeuge und viele dieser Prozesse haben sich nicht verändert. Das Wesentliche, was wir auch heute, wenn wir über das Thema Mitarbeiterführung reden, tun, ist, dass wir darauf bestehen, dass jeder Mitarbeiter einen Anspruch hat, zweimal im Jahr mit seinem Vorgesetzten ein Führungsgespräch zu führen, ein Mitarbeitergespräch zu führen. Und dieses Gespräch helfen wir den Mitarbeitern, strukturieren wir, indem wir eine Art Bewertung geben. Und diese Bewertung ist so, dass jeder sich selber bewertet und dann der Mitarbeiter bewertet wird von seinem direkten Vorgesetzten. Darüber kann es einen konstruktiven Konflikt geben, aber darüber kann es auch Übereinstimmung geben, Konsens, und das hilft. Das hilft dafür, dass du kontinuierlich erkennst, wo du dich verbessern musst und wo gewisse Schwächen sind. Diesen Vorgang nennen wir Session C. Das ist in der Industrie ein weit verbreitetes GE-Branding, was Sie überall finden, was uns die Möglichkeit einfach gibt, Mitarbeiter ganz anders zu fördern. Dieses sehr rigide Thema, dass die Low-Performer aussortiert werden, das sehen wir heute anders. Ich glaube, da sind wir heute etwas entspannter in der Hinsicht, dass wir sagen, natürlich, wenn einer seine Leistung nicht bringt, ist er vielleicht am falschen Platz,
in der falschen Firma, mit der falschen Aufgabenstellung. Aber am Ende des Tages wollen wir sicherstellen, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt und seine Leistung bringen kann. Da spielen viele Sachen eine Rolle. Und da spielt auch ganz besonders, dass Mitarbeiter auch klar definierte Ziele haben. Mhm. Auch hier sind wir, glaube ich, als Unternehmen extrem vorbildlich, dass wir unseren Mitarbeitern, sie sowohl an der Vision, an den groß gesteckten Zielen des Unternehmens, aber auch an einzelnen Zielen, die sie in ihrem direkten Verantwortungsbereich bearbeiten müssen, bewerten. Und dieses Rotationsprinzip, das alle kennen von GE, ist auch nicht mehr so ganz so akut, nicht alle 18 Monate, auch nicht unbedingt alle 36 Monate, wie rotieren wir. Aber diese Rotation ist trotzdem ein Grundelement gelebter GE-Kultur, weil wir dadurch natürlich einen extremen Lernerfolg und eine Vergrößerung der Erfahrungswerte erreichen, sodass wir heute gute Manager haben, die eben in vielen Bereichen schon tätig gewesen sind und damit eben einfach auch ganz andere Anforderungen leisten können, als einer, der permanent in einem Bereich gesessen hat. Mhm. Nun dürfen wir hier in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa, nicht ganz verkennen, dass Kontinuität auch ein Wert ist, dem wir vielleicht nicht ganz so einen Stellenwert messen, wie das ein deutscher Kulturkreis, ein deutsches Unternehmen tut, aber trotzdem vorhanden ist. Und das zweite Thema ist Thema Domänexpertise, also Fachwissen. Auch hier sind einfach unterschiedliche Bildungsansätze. Auch denken Sie einfach an die angloamerikanische Bildung, wo du einfach Geschichte studieren kannst und du wirst Topmanager einer Bank. Diese Durchlässigkeit ist befruchtend. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns sicher im Rahmen der Diversität eines Unternehmens oder auch eines Kulturkreises auseinandersetzen müssen. Ich glaube, da leben wir eine Menge vor, aber da arbeiten wir auch permanent an uns. Also ich bin länger als 38 oder 36 Monate in dem Job und fühle mich da sehr wohl und ich glaube, kann immer noch einen Beitrag leisten. Aber die Rotation hat was. Sie machen den Job, den Sie jetzt machen, Präsident und CEO of GE Europe, seit 6 Monaten, seit Januar 2015. Davor waren Sie 3 Jahre Head of der Energiesparte, kann man sagen. Was hat sich da geändert in Ihrem persönlichen Bezug zur Führung? Hat sich überhaupt was geändert? Ja, natürlich. Ich meine, das ist, wenn Sie aus einem deutschen Traditionsunternehmen kommen, in einen amerikanischen Kulturkreis und in ein sehr straff und sicher sehr, in Anführungsstrichen, amerikanisches Unternehmen, dann verändert sich sehr viel. Sie haben erstmal eine gigantische Lernkurve, die durchlaufen müssen. Die Values, die GE von uns einfordert, sind sicher andere Werte, als das ein klassisches deutsches Unternehmen tun wird. Also große Lernkurve. Das erste Jahr war wirklich anstrengend, sehr schwierig. Man muss sich auf diese Kultur auch einlassen. Hat sehr viel mit Reflexion zu tun. Geht das hier? Funktioniert das? Ist diese Werkzeugkiste und diese Werkzeuge, die Sie in dieser Kiste finden, das passende oder ist das Passende dabei? Und Sie fangen an, eine ganze Menge ausprobieren und stellen fest, also okay, der Hammer ist nicht immer das richtige Tool und die Ansprache und auch viele der Themen, die wir gewohnt sind, einfach auch dieses sehr deutlich, ich sage da immer plakativ, in den Unternehmen ich gearbeitet habe, haben wir uns auch mal richtig mal, sind wir uns mal an die Gurgel gegangen. Mhm. Aber man hat sich dann abends beim Bier trinken dann doch wieder zusammengerauft und gesagt, ey, es ging um die Sache. Mhm. Das ist in einem anderen Konzern sehr anders. Das Bier trinken fällt weg, aber auch das an die Gurgel gehen fällt weg. So von der Seite her ist das eine neue Kultur gewesen. Die Geschwindigkeit ist eine sehr deutlich andere gewesen. Und die Reaktionszeit, das Warten, es kann vielleicht doch besser werden, diese Einstellung gibt es bei uns relativ wenig. Sondern du siehst ein Problem, das Problem wird adressiert und das Problem wird gelöst, bevor es dich richtig trifft. Ich sage dazu mal, wir reagieren, wenn da hinten die Wolke kommt. Wenn die Wolke über uns ist, haben wir es restrukturiert. Das habe ich in vielen den Unternehmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, vermisst. Also das auch Akzeptieren von Problemen, Fehlern und sie dann auch schnell angehen und nicht aussitzen. Ich glaube, wir reden alle sehr oft über das Thema, dass dein Unternehmen muss Fehler erlauben dürfen und solche Sachen. Da wird viel darüber diskutiert. Ich würde sagen, ja, auch wir sehen das so. Wir sagen da sogar noch obendrauf, wenn du einen Fehler machst, mach ihn bitte groß. Weil wenn er groß ist, machen wir nicht gleich wieder den Fehler. Wenn er nur klein ist, probieren wir ihn so auszutauschen und so zu verbessern, dass es doch irgendwie funktioniert. Falscher Ansatz. Ich glaube, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir eine extrem starke Kultur haben und in der Kultur spielt das
Thema Geschwindigkeit eine sehr große Rolle. Wenn man gute Führung jetzt nochmal definiert als einen messbaren Impact haben, den man dadurch erreicht, dass man die Werkzeugkiste ja, intelligent einsetzen kann und weiß, welches Werkzeug wann das Richtige für welchen Mitarbeiter ist. Glauben Sie, dass man das mitbringen muss in seiner Persönlichkeit oder kann man das lernen? Ja, das ist eine viel diskutierte Aufgabe, bei der ich mich nicht besonders angesprochen fühle, da eine Antwort zu geben. Ich glaube, und das ist wirklich in dem Bereich, dass das eine große Facette von Themen sind. Dabei spielt sicher auch, wie früh bist du an Verantwortung herangeführt worden, wie früh hast du Verantwortung übernommen, in wie viel Schwimmbecken hat man nicht hineingestoßen, ohne dir zu erklären, wie du da drinnen schwimmen hast. Also das ist schon ein großer Teil auch deiner Umwelt, ein großer Teil deiner Erziehung, ein großer Teil der Familie spielt dort eine Rolle. Natürlich auch die Universität und deine Ausbildung. Ich würde das mal so formulieren. Große Facette, spielen eine Menge Sachen eine Rolle. Ich würde da kein Thema ausklammern. Das Erlebte hat immer einen größeren Einfluss als das Gelesene, als das Gelernte. Die Finger einmal verbrannt ist eine andere Erfahrung, als darüber gelesen, dass man sich die Finger verbrennen kann. Und Menschen, die eine Menge erlebt haben und auch durch eine Menge durchgegangen sind, sind vielleicht ein bisschen weniger aus der Ruhe zu bringen, wenn das Wetter auf Sturm steht, als diejenigen, die im Grunde genommen das akademisch durchdrungen haben, aber noch nie erlebt haben. Und das halte ich, das ist sicher ganz wichtig. Was hilft dabei? Eine sehr gute Ausbildung. Immer ein tolles Fundament. Rückhalt in der Familie, im Freundeskreis, in deiner persönlichen Umgebung. Viel Bildung, auch Bildung, die vielleicht gar nicht in Expertise und Geschäftsfokus und Geschäftsfokus hat, sondern ein breites Bild. Du weißt nicht, wo du endest. Wenn mir einer erzählt hätte, dass ich mit 57 für ein amerikanisches Unternehmen in Frankfurt arbeiten will, würde ich sagen, hallo, ich weiß nicht, was du getrunken hast, aber was anderes wie ich. Und darauf musst du vorbereitet sein. Da gibt es gewisse Sachen, wie du dich vorbereitest. Ja, du kannst eine Menge lernen, du kannst an vielen Techniken arbeiten. Solange du dabei authentisch bleibst, ist das gut. Wenn das nicht mehr authentisch wird, ist das schwierig. Also da gibt's eine Grenze. Aber wir fordern diese Grenze natürlich jeden Tag auch heraus, weil ich meine, viele Sachen, die wir heute tun, haben wir vorher nicht getan und haben sie dazugelernt und sind wir deswegen nicht gleich so, nein, das ist schon okay. Also großer Blumenstrauß. Es gibt da nicht eine einzige Lösung und wenn du das Buch gelesen hast, bist du der Top-Manager. Du musst viele Bücher gelesen haben, um dahin zu kommen. Sie haben ja nun auch sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, vielleicht auch ausprobiert. Sie haben ihr eigenes Unternehmen gegründet nach Studium und Promotion an der TU Berlin. Sind dann bei verschiedenen größeren und kleineren Unternehmen tätig gewesen. Das macht ja nun nicht jeder. Es gibt ja auch Führungskräfte, die sich innerhalb einer Organisation stetig fortentwickeln und dann nach 20 Jahren ganz oben stehen. Glauben Sie, dass der letztere Typ vielleicht dann noch ein bisschen mehr angewiesen ist auf externe Impulse, die dann zum Beispiel durch Personalentwicklung, Führungskräftetrainings, MBA-Kurse oder Executive-MBA-Kurse kommen, als der Typ, der sowieso viele verschiedene Stationen erlebt hat? Also da gibt es natürlich auch, wie Sie ganz richtig sagen, gibt da unterschiedlichste Ansätze. Wenn Sie sich erfolgreiche Führungskräfte angucken, werden Sie in fast jedem Lebenslauf einen roten Faden sehen. Und das halte ich auch selber für ganz wichtig. Wo wäre der bei Ihnen? Bei mir ein roter Faden ist relativ einfach. Ich habe mich immer mit dem Anlagenbau beschäftigt, ich habe immer im Engineering gearbeitet und ich habe meistens in kleinen und großen in Unternehmen gearbeitet, die sehr unternehmerisch aufgestellt gewesen sind. Und Sie haben gesagt, Firmen gründen. Ich habe in GE auch ein Startup gegründet, den wir sehr erfolgreich letzte Woche gefeiert haben in Berlin. Und wir haben gesagt, auch GE can do Startup. Also das ist so ein Rahmen, in dem man sich bewegen muss. Und ich habe immer mit Produkten zu tun gehabt, die ich technologisch einigermaßen durchdrungen habe. Nicht alle, aber doch, ich glaube, dass ich mich mit diesem Thema ganz gut beschäftigen konnte, weil einfach die Ausbildung mir das gegeben hat. Also es ist so ein Rahmen. Wenn ich heute ein Angebot bekommen würde,
dass die außerhalb dieser roten Linie, mit dem ich sehr schwer tun, würde ich auch sehr stark überlegen, weil dort dann einen Aufschlag zu machen, einen Beitrag zu leisten, ist nicht so ganz einfach. Das ist schon Expertise, und dafür gehen wir zur Uni, ist etwas, was einfach hilft, ja, und was dich beflügelt, nach vorne zu gucken und auch dir die Möglichkeit gibt, gewisse Sachen auszuprobieren. Ja. Wenn wir heute uns angucken, was sind so die großen Werte, die wir an jungen Menschen sehen wollen, dann sind das zwei Themen, die ganz wichtig sind: Neugierde und Mut. Ja. Und können Sie Neugierde und Mut lernen? Weiß ich nicht. Aber es sind zwei, für uns als Konzern, zwei ganz wesentliche, wenn wir gefragt werden, ganz wesentliche Werte, die wir sehen wollen. Und halte ich für wichtig. Aber man kann es vielleicht als Hochschullehrer zum Beispiel, ja, encouragen, also was dafür tun, dass da Studenten neugierig bleiben und auch mal über den Tellerrand schauen. Wer hat Sie angeregt, inspiriert? Gab es zentrale Figuren in Ihrem Leben, wo Sie sagen, da habe ich mich... Oh ja, natürlich. Die zentralen Figuren kommen sicher aus der Familie zum einen. Mein Vater ist Unternehmer gewesen, mein Großvater auch. Und ich komme aus einer Unternehmerfamilie, die viel erlebt hat. Für mich ist die deutsche Einheit und die Teilung Deutschlands ein geliebtes Thema gewesen. Die Hälfte der Familie hat in Ostdeutschland gelebt, die andere Hälfte hier. Das waren schon tolle Herausforderungen. Und das war auch für mich ein Grund, warum ich aus Amerika 1989 wieder zurückgekommen bin und gesagt habe, ich musste hier sein, hier passiert was in Deutschland. Während meiner Berufswahl habe ich immer Kollegen, Vorgesetzte gehabt, zu denen ich aufgeguckt habe und gesagt habe, ey, du machst ein paar Sachen richtig, die gefallen mir gut. Und ich habe sicher so zwei, drei Vorstände gehabt oder Vorstandsvorsitzende, mit denen ich heute auch noch befreundet bin, die mich doch intensiv begleitet haben und mir, und das waren dann die Guten, auch Möglichkeiten gegeben haben, probier das mal aus. Ey, hier ist mal eine Herausforderung. Das war auch der Grund, warum ich zu General Electric gegangen bin. Wir haben in Deutschland ein relativ, ja, untergeordnetes Rolle gespielt im deutschen Markt als GE und haben gesagt, ey, hier ist ein Start-up, verändere das mal. Und wir haben hier eine neue Organisation geschaffen, wir haben Deutschland aus der Matrix, aus der GE-Matrix rausgehoben und wir sind in den letzten 3 Jahren extrem erfolgreich gewesen, weil wir einfach auch Sachen ausprobiert haben. Und dafür musst du eben dieses Thema Neugierde und das Thema Mut haben, auch mal sagen, ich probiere was anders, auch in einem Großkonzern mit 300.000 Mitarbeitern. Ich habe Sie neulich in einem Vortrag gehört, da haben Sie unter anderem über das Thema Big Data gesprochen und was das für GE bedeutet, zum Beispiel im Bereich Solarenergie, Vorhersagemöglichkeiten, im Bereich Analysen von Turbinen und so weiter. Hilft Ihnen da auch wiederum das Studium? Würden Sie sagen, so ein Thema kann jemand, der, ich sage jetzt mal, Jura studiert hat oder Betriebswirtschaft studiert hat, wesentlich schwerer als relevant erkennen, für die Situation, in der wir uns im Moment befinden? Ja, also ich glaube schon, dass eine grundsolide Ingenieurausbildung, gerade bei Ingenieurtätigkeiten oder bei wissenschaftlichen Tätigkeiten, die auf Ingenieurwissen zurückbasiert, einfach viel schneller ist. Wir können sehr schnell in gewisse physikalische Eigenschaften und Prozesse reindenken und das hilft. Das hilft. Das muss man nur sagen, viele unserer Herausforderungen, die wir im Augenblick in Deutschland oder weltweit haben, sind technologische Herausforderungen. Thema Energiewende ist eine Technologiewende. Thema Digitalisierung ist ein technisches Thema. Wie gehen wir heute mit Daten um? Das streift auch eine Menge von gesellschaftlichen Themen. Und wir haben festgestellt, mit all diesen Themen, wenn wir unsere Gesellschaft und damit unsere Mitmenschen nicht abholen bei den Themen, erleiden wir bei der Umsetzung Schiffbruch. Aber unabhängig davon, das, was uns meistens fehlt, um erfolgreich diese Themen umzusetzen, ist technologisches Know-how. Wir leiden heute darunter, ich sage das mal so plakativ, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, einfach angewiesen sind auf technologischen Rat. Und nun gibt es unterschiedliche Lösungen. Ja? Und da ist natürlich auch der ein oder andere überfordert, wenn er 5 verschiedene Meinungen hört, sich daraus ein eigenes Bild zu machen. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass da im Grunde genommen eine sehr gute technologische Ausbildung schon hilft, solche Entscheidungen ein bisschen präziser zu treffen. Ich habe noch 2 Fragen, die ich aber vielleicht in eine kombinieren möchte. Die eine Frage ist, warum sehen wir so viel schlechte Führung? Oft funktioniert es ja offensichtlich nicht. Unternehmen gehen pleite, es gibt Skandale, es gibt Krisen, die schlecht gemeistert werden. Und die andere Frage ist die nach Werten. Und das Thema Werte haben Sie vorhin schon angesprochen.
Und wenn ich diese Frage kombiniere, wie wichtig sind für General Electric und Ihre persönliche Führung auch Werte und wie denken Sie, dass das hilft, eben auch schlechte Führung zu verhindern oder reduzieren? Also die Werte sind das Fundament jeder Kultur und aus einer Kultur entwickelt sich eine Mission, daraus entwickelt sich eine Strategie und daraus gibt es ein Unternehmen, eine Organisation. Wenn Sie dieses Werteschema verlassen, werden Sie Schiffbruch erleiden, entweder persönlich oder auch als Unternehmen. Deswegen legen wir so viel Wert auf die Werte und passen diese Werte auch in gewissen Rhythmen an und wirklich bringen diese Werte auch sehr hautnah, sehr nachvollziehbar an unsere Mitarbeiter und diskutieren die auch sehr offen, bevor wir sie einführen, und formulieren sie auch sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr verständlich. Gibt es hier in Deutschland andere Werte als in den USA oder zieht sich das? Ein Werteraster, was wir global natürlich sprachlich angepasst versuchen weiterzureichen und auch leben. Und das ist, glaube ich, einer der großen Voraussetzungen, auch einer der Erfolge, dass sich eben auch Werte im Wandel befinden. Und wenn Sie die Werte von Jack Welch sehen und die Werte von Jeff Immelt sehen und unsere Werte heute sehen, dann werden Sie feststellen, dass sich da eine ganze Menge getan hat, weil einfach unsere Umwelt sich verändert hat. Wir leben in extrem volatilen Zeiten mit langsamem Wachstum, zumindest in Europa, mit einer gigantischen Herausforderung, mit geopolitischen Verschiebungen, die relativ schnell kommen und die auf uns eine große Auswirkung haben. Und darauf stellen wir unsere Mitarbeiter ein. Und das werden Sie hier an vielen der Wände nicht nur an den Wänden sehen, sondern gelebt auch sehen. Wir beurteilen danach auch. Wir beurteilen unsere Mitarbeiter auch an diesen Werten oder ganz besonders an diesen Werten und sind der Meinung, wenn du dich an diese Werte hältst, dann vermeiden wir damit auch Skandale, Schiffsbruch, Fehlverhalten. Dass du es nie ausschließen kannst, ist selbstverständlich. Ich glaube, wir haben ein sehr rigides System, wie wir uns das angucken, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite leben wir das auch. Und das braucht auch ein bisschen, bis die Mitarbeiter sich damit identifizieren. Manchmal ist das Vokabular auch der lokalen Sprache nicht so ganz passend. Ich finde, GE believes, klingt so ein bisschen nach Glauben, nicht so ganz easy, aber daran das arbeiten wir und ich glaube, da sind wir ganz gut im Umsetzen. Das ist einer der großen Erfolgsfaktoren von General Electric, dass wir eben wirklich auch gigantische Summen in die Mitarbeiter Weiterbildung und Ausbildung investieren, um sie eben sensibel zu machen für viele dieser Werte. Glauben Sie, wenn Thomas Alva Edison heute auf das Mission Statement oder die Werte schauen würde, da gäbe es welche, wo er sofort sagen würde, hat sich nicht geändert, es ist vor 130 Jahren ähnlich gewesen? Oh ja, wenn Sie die durchgehen, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass das ein roter Faden bei GE ist. Sein Eingangsspruch zeigt mir, was die Welt braucht und ich erfinde es. Und wenn wir heute an die GE Beliefs gucken, da ist viel, viel, viel übernommen von dieser innovative Charakter, das Thema Courage, das Thema Innovationsbereitschaft, einfach das Thema Kundennähe, aber das Thema auch Performance. Zeig, dass du Leistung bringst, auch in volatilen Zeiten. Das sind alles Merkmale, die man sicher gut rückverfolgen kann. Genau. Dankeschön, Herr Rammelt. Vielen Dank.